Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Alex. Yo, wir sind hier bei den Outlaws. Im letzten Part haben wir die Arena erfolgreich abgeschlossen. Das war mit Abstand, die leichtesten Arena-Kämpfe, die ich mir persönlich vorstellen konnte. Geschuldet ist es auch unserer neuen aufgepimpten Axt. Naja, neu und Anführungszeichen, aber aufgepimpt. Die hat ganz schön was auf dem Kerbholz. Und wir natürlich auch. Aber wir sind hier jetzt erstmal fertig, glaube ich. Wir werden uns einer neuen Quest stellen. Welche das sein wird, werden wir gleich sehen. Ich habe keine Ahnung. Zersetzte Kräfte. Wäre auch so ein Thema. Haben wir noch was in Tavar zu erledigen? Die Mutprobe. Radioaktivem Gas. Ja, das bringt mir glaube ich noch nichts. Da sind wir noch nicht so abgehärtet. Die werden wir wahrscheinlich später machen, wenn es noch geht. Ich hoffe es. Ethan schaut gut aus. Köpfe müssen rollen. Ist glaube ich auch noch zu schwer. Das geht nicht. Die brauche ich nicht weiter schauen. Wir können uns eventuell Ignaton hier beschäftigen. Der Lieferant scheint eventuell machbar zu sein. Gucken wir mal, wo wir dahin müssten. 3 Stellen. Ja, das ist super. West Ignaton, da bohren wir uns gleich mal hin. Und drehen wir mal mit den Herrschaften. 3 Stück sind es scheinbar. Ja, werden wir wohl schaffen. Ja. So. Platsch, platsch. Ich würde sagen, fangen wir da drüben an. Also mit dir, na, gnädiger. Na, nichts gefunden? Habe dir doch gesagt, hier ist nichts. Uns kann eh keiner was unterschieben. Die Truhen sind alle abgesichert. Wenn das so ist, lass mich einen Blick in deine Truhe werfen. Da sind nur ein paar Klamotten drin, sonst nichts. Mhm. Aber bitte, hier. Dankeschön. Dann schauen wir mal. Wo ist sie denn, die Truhe? Die war da hinten, ne? Da war sein Schlafplatz. Da. Truhe ist gut gesagt. Das ist eher mehr ein Tresor. Ich bin nicht gut genug. Ja, ich habe nicht. Ich dachte nur. Trockenfleisch. Nehmen wir mit. Wo ist jetzt die Truhe? Müsste doch das da sein jetzt, oder? Truhe, ja. Ach so, der hat mir einen Zettel mitgegeben wahrscheinlich, ne? Das heißt, wir müssen lesen. Wir müssen lesen. Mit L. Carstens Sicherheitscode. Ja, auf ein Stück Papier. 8, 1, 9 und 5. Haben wir gewusst. 8, 1, 9 und 5. Also. 8, 1, 9 und 5. Gemma. Geht doch. Ja, geht ja. Gut, halt eine Konservendose. Outlaw, Klamottenbündel. Unverkäuflich. Der Geruch und das Aussehen lassen. Kein Zweifel daran, dass es sich um typische Outlaw-Klamotten handelt. Na toll. Eine Anprobe würde wohl mit der Krätze einhergehen. Ach du Kumbite. Und sanftes Scheißhauspapier. Gut, nehmen wir alles mit. Oh je, meine, das ist ein wenig Siehst du, ich bin schon so verwirrt, dass ich nicht mehr den Gang finde. Ray, geh aus dem Weg. So, geht ja. So, Carsten, ich habe mir deine Truhe angeschaut. Jo. Ich habe mir deine Truhe angesehen. Glückwunsch, du hast in meiner alten Wäsche gewühlt. Das, was ich gefunden habe, sagt mir, dass du ein falsches Spiel treibst. Oder warum sollte ein Kleriker die Kleidung eines Outlaws horten? Hey, hey, hey. Wenn das alles ist, was du gegen mich in der Hand hast, dann ist deine Beweislage ein bisschen dünn. Das entscheiden die Kleriker im Hort. Überleg dir genau, was du tust. Ja, ich bin ein Outlaw, aber ich bin kein Dummkopf. Alles, was ich tue, ist, diese dämlichen Kleriker mit ein bisschen Elex und Stims zu versorgen. Trotz der Verbote ihrer Obrigkeit fahren sie sich rein. Niemand kommt dabei zu Schaden. Und wenn du mich weiterhin gewähren lässt, beteilige ich dich mit einem Zehntel an meinen Einnahmen. Oh. Klingt nach einem geringen Risiko. Schlagen wir also ein.
Angenommen, ich steige ein. Was soll ich meinen Auftraggebern erzählen? Genau, einverstanden. Abgelehnt. Du und dein Zeug verzieht euch aus Ignaton. Nö, das machen wir dann, wenn wir uns mal denen anschließen sollten, aber nicht in diesem Let's Play. Angenommen, ich steige ein. Was soll ich meinem Auftraggeber erzählen? Das erzähle ich dir dann. Ich hasse es, die Hosen runterzulassen, wenn ich nicht weiß, woran ich bin. Also, kann ich auf dich zählen? Denk dran, es lohnt sich. Einverstanden. Einverstanden. Gut, dann haben wir einen Deal. Jetzt muss nur noch deinem Auftraggeber glaubhaft vermittelt werden, dass du Erfolg hattest. Gib ihm einfach mein Kleiderbündel als Beweis, dass du irgendeinen Niemand aus dem Verkehr gezogen hast. Das sollte ihn für den Moment zufriedenstellen. Ray, gefällt das? Na gut, gib mir einen Anteil am Elex-Schmuggel. Gib mir meinen Anteil am Elex-Schmuggel. Sicher, hier. Cool. Interessant. Das ist echt cool. Einen Moment, ich muss kurz niesen. Oder auch nicht. Die Nase gejuckt. Das muss mir reichen. Gut. Schön. Saubere Arbeit. Ich glaube, ich habe einen Fehler gemacht. Wir hätten noch eine Truhe öffnen können, glaube ich. Aber ist mir wurscht. Wir sind reich. Das passt schon. Na, Spaß. Porten. Ich würde sagen, Kathedrale. Dann gehen wir Bericht erstatten und dann geht's auf zur nächsten Quest. Ja. Ich habe keine Ahnung, ob wir jetzt mittlerweile die Geschichte mit Falk da schon fortsetzen können. Als wir letztes Mal das machen wollten, haben wir ja ordentlich aufs Fressbrett bekommen. Falls ihr euch noch daran erinnern könnt. Was willst du mir damit? Nix will ich sagen. Hoppala, es lädt. Man merkt's. So. La da 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 da. Da, 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 la, lü, la, dü, dü. So. Da drin hockt er. Ja. Hör auf zu laden. So. Da, 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 da. Dil, dil, dü. Okay, lad doch weiter. Sonst weiß ich nicht, wo ich hinhatschen muss. Warte, bin ich da richtig? Ich glaube, obwohl doch, passt. Alles gut. Hallo, Herr Dietrich. Wegen des Elex-Schmuggels. Wegen des Elex-Schmuggels. Betrachte die Angelegenheit als abgehakt. Betrachte die Angelegenheit als erledigt. Jo. Du hattest also Erfolg. Mhm. Ja, ich habe den Schuldigen beseitigt. Gut, ich hoffe, du hast seine Überreste mitgebracht. Es wäre mir eine Freude, diesen verderbten Halunken öffentlich zur Schau zu stellen. Damit kann ich nicht dienen, nur mit dem, was von ihm übrig blieb. Du hast mir seine Kleidung mitgebracht? Ich frage besser nicht, warum du sie ihm ausgezogen hast. Ich bin mir zwar nicht sicher, was ich von all dem halten soll, aber du verdienst zumindest eine kleine Anerkennung, weil du mir geholfen hast. Des Weiteren werde ich die nötigen Stellen wissen lassen, welchen Dienst du mir erwiesen hast. Juhu! Das ist alles. Der Kampf war nicht einfach. Kampf 20. Echt? Nix da. Danke. Ich habe zu danken. Das wäre dann alles. Weggetreten. Jawohl, okay. Weggetreten. Ich. So. Gut, das hätten wir mal geschafft. Jetzt muss ich nur noch den Ausgang hier finden. Ich denke, das kann man so stehen lassen. Oh, ich glaube, wir haben sowas wie einen Ausgang gefunden. Passt. Nächste Quest. So. Unsere Auswahl an Quests wird jetzt immer weniger. Halt, was mache ich da? Hier. Was ja einerseits gut ist. Dieses mit den Chimären kann ich, glaube ich... Ah, das können wir noch probieren. Nächtliche Geschäfte. Das können wir auch noch probieren. Wo müssen wir da hin? Okay, da sind wir theoretisch... Theoretisch in der Nähe. Hoppala. Wir müssen schauen, ob wir richtig stehen. Theoretisch ja. Dann fangen wir einfach mal da an. Lalilalila. Eureka! So. Ich würde sagen, darüber. Halt, es lädt noch. Darüber, darüber, darüber und da. Achso, er. Aha.
Hallo Xander. Was kannst du mir über den Elixhandel hier im Ort sagen? Was kannst du mir über den Elixhandel hier im Hort sagen? Na sieh mal einer an. Dich hat also Reinhold geschickt, die Sache aufzuklären. Interessant. Die Zeit ist gekommen, deine Schuld einzulösen. Du erinnerst dich, ich habe dich in unser Lager gelassen mit der Bedingung, dass du mir einen Gefallen schuldest. Mhm. Egal, wer der Elixhändler wirklich ist, ich will, dass du Siegfried beschuldigst. Warum sollte ich das tun? Warum ausgerechnet Siegfried? Warum sollte ich das tun? Überleg doch mal, 3 Verdächtige. Wie hoch ist die Chance, dass er es nicht sowieso ist? Abgesehen davon ist Siegfried der einzige Händler hier im Hort, der mir nichts schuldet. Also habe ich keine Kontrolle über ihn. Aha. Ich kann hier keine Händler gebrauchen, die unreguliert Waren verkaufen. Ich will, dass du dafür sorgst, dass Siegfried des Elixhandels beschuldigt wird. Alles klar? Und was ist, wenn ich es nicht mache? Ja. Und was ist, wenn ich es nicht mache? Das wäre eine schlechte Entscheidung. Du wirst schon noch sehen, was du davon hast. Ich lasse dir weiterhin die Wahl. Falls ich mitkriege, dass du Siegfried beschuldigt hast, bin ich zufrieden. Aber wenn ich mitkriege, dass Siegfried nicht beschuldigt wurde, naja, du wirst schon sehen, was du dann davon hast. Wie dem auch sei, hier hast du mein Protokoll. Wer weiß, vielleicht hast du ja Glück und er ist sowieso der Täter. Enttäusch mich nicht. Na dann, danke. Glaube ich. Okay, next one. Würde ich sagen, da bietet sich der Port hier wieder an. Hui! So, und Abmarsch. Tap, 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 tap. Da haben wir den nächsten. Tap, 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 tap. Hallöchen. Fass dich kurz, ich bin beschäftigt. Was weißt du über den Elixhandel hier im Hort? Was weißt du über den Elixhandel hier im Hort? Ach, du bist dann wohl derjenige, den Reinhold schickt. Ich habe vorschriftsmäßig Protokoll geführt. Wer sind nochmal die Verdächtigen? Siegfried, Hagen und Oswald. Ach ja, genau. Hier hast du das entsprechende Protokoll. Alles, was ich weiß, steht dort drinnen. Vielleicht hilft es dir ja. Danke. Dankeschön. Und Nummer 3 brauchen wir jetzt noch. Ich glaube, das war da oben, ne? Oder? Ah, da. Was ist da? Achso, es wird mir nochmal angezeigt. Okay. Macht nichts, dann gehen wir darauf. Wird man nie tun. Niemals nicht. So, hier runter. Glaube ich. Und hier rüber. Denke ich. Und da ist er schon. Irgendwo. Wahrscheinlich da drüben im Gebäude, ne? Oder vor dem Gebäude. Ja, da nehme ich. Hallo, Fabrikwache. Was möchtest du? Und zwar wegen des Elixhandels. Wegen dem Elixhandel hier im Hort. Moment, woher weißt du davon? Reinhold schickt mich. Ich soll mir eure Protokolle von der Tatzeit anschauen. Dich schickt er dafür? Na gut, er wird schon wissen, was er tut. Hier hast du mein Protokoll über die Verdächtigen. Mehr als das weiß ich auch nicht. Okay. Das heißt, für uns gibt es jetzt wieder eine Lesestunde, ne? Na gut, dann gehen wir es an. So, Protokollchen 1 bis 3. Wo haben wir es denn? PPP. Oder gibt es das gar nicht? Ah, ist nichts zum Lesen? Hör auf. Na wirklich? Das kann ich mir fast nicht vorstellen. Tatsächlich, ha? Ah, da wohl war schon. Überwachungsprotokoll mit Üfe heißt es, genau. Also, Überwachungsprotokoll Nummer 1. Ich habe Siegfried von morgens bis Mittag an der Maschinenhalle gesehen. Hagen habe ich morgens bei den Gruben gesehen und dann aus den Augen verloren. Aha. Oswald habe ich nur abends bei einer seiner Predigten gesehen. Überwachungsprotokoll 2.
Ich wurde von Reinhold dazu angehalten, nach gewissen Personen Ausschau zu halten. Leider konnte ich Siegfried am fraglichen Tag gar nicht sehen. Ich frage mich, was er wohl getrieben hat. Hagen konnte ich den ganzen Tag beobachten, nur mittags war er plötzlich verschwunden. Dafür habe ich Oswald mittags gesehen. Dann Überwachungsprotokoll 3. Überwachungsprotokoll der Subjekte Siegfried, Hagen, Oswald. Siegfried wurde von mir von Mittag bis Morgen beobachtet. Es konnte nichts Ungewöhnliches festgestellt werden. Hagen wurde von mir die ganze Nacht beobachtet. Es konnte nichts Ungewöhnliches festgestellt werden. Oswald konnte ich morgens beobachten. Es konnte nichts Ungewöhnliches festgestellt werden. PS, ich wünschte, alle würden sich an die Protokollierungsform halten. Okay. Gut, das bedeutet, wir müssen jetzt Siegfried beschuldigen, ne? Das heißt, wir müssen zum Questgeber zurück, schätze ich mal. Sind wir schneller, wenn wir uns porten? Ja, definitiv. Dann porten wir uns wieder. Ich bitte darum. So, und gehen wir in die gute Stube rein. Rein, rein, rein. Bin ich da verkehrt? Ich glaube. Na, bin ich nicht. Passt alles. Reinhold, wegen der Elex-Händler hier im Hort. Wegen den Elex-Händlern hier im Hort. Ja? Ich vermute, ich kenne den Verdächtigen. Ich habe Dietrich geholfen, die Hintermänner des Elixit-Handels ausfindig zu machen. Verdächtigen? Ich vermute, ich kenne den Verdächtigen. Du hast also eine Vermutung, wer es war? Ich vermute es Hans. Es muss Siegfried gewesen sein. Ich denke, es war Oswald. Nein, ich denke lieber nochmal drüber nach. Sollen wir das wirklich überprüfen? Was sollen wir machen? Einen Unschuldigen will ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht verurteilen. Nein. Warte, ich denke kurz. Lieber nochmal darüber nach. Ich mache mir das Notiz. Ja, ich mache das. So, also mal mein Schreibzeug gerichtet. So, warte. Protokoll nochmal. Ich will jetzt echt keinen Unschuldigen. Das wäre mir echt zuwider. Also, Siegfried von morgens bis abends. Okay, also, Sigi. Siegfried, wann war ich das? Wann war ich die Tatzeit? Ich habe keine Ahnung. Morgens bis Mittag. Hagen, bei den Gruben gesehen, dann aus den Augen verloren. Hagen. Hagen, morgen. Weg. Dann Oswald. Am Abend bei seiner Predigt gesehen. Habe ich nur abends bei der Predigt gesehen. Okay. Also am Abend. Probieren wir es mal so, ob ich da schlau draus werde. Okay. Dann das zweite. Reinhold, bla bla. Siegfried am freien Tag gar nicht sehen. Ich frage mich, was er wohl getrieben hat. Hagen konnte ich den ganzen Tag beobachten und mittags war er plötzlich verschwunden. Aha, mittags war er verschwunden. Das deckt sich mit dem ersten Protokoll. Und Oswald wurde auch mittags gesehen. Das heißt, Abend wurde... Hagen konnte ich den ganzen Tag beobachten, nur mittags war er plötzlich verschwunden. Den ganzen Tag beobachten, das heißt, abends war er da, nur mittags nicht. Okay, und bei Protokoll Nummer 3. Siegfried... von mittags bis morgens beobachtet. Das heißt, er muss auch immer da gewesen sein. Hagen wurde mir die ganze Nacht beobachtet. Es könnte nichts unfestgestellt werden. Und Oswald konnte ich morgens beobachten. Aha, Hagen ist der Schuldige. Es konnte nichts Ungewöhnliches festgestellt werden. Das heißt, es war nur Hagen, der nicht da war. Alle anderen haben sie gesehen. Dann ist Hagen der Schuldige. Ich will... Boah, wir werden Ärger kriegen, ne? Ist mir aber ehrlich gesagt wurscht, weil Ignaton will ich auch nicht dazugehören. Das heißt, wir werden wegen eine den ehrliche Haut sein. Hier im Hort. Ja?
Ja? Ich vermute, ich kenne den Verdächtigen. Ja. Du hast also eine Vermutung, wer es war? Ja. Und zwar, es ist Hagen. Ich vermute, es war Hagen. Das sind schwere Anschuldigungen, die du da gegen einen unserer besten Männer erhebst. Ja? Ich hoffe, du bist dir der Konsequenzen bewusst. Ich werde der Sache auf den Grund gehen. Wenn er wirklich der Verdächtige ist, dann wird er seine gerechte Strafe erhalten. Wenn dies geschehen ist, wirst auch du das versprochene Kopfgeld erhalten. Super. Und Elex-Händler. Wegen den Elex-Händlern hier im Hort. Ja? Wir haben die Hintermänner gefunden. Ich habe Dietrich geholfen, die Hintermänner des Elex-Handels ausfindig zu machen. Ich habe bereits davon gehört. Du hast uns einen großen Gefallen erwiesen. Dann mal her mit der Bezahlung. Bei so einer Aufforderung bin ich fast versucht, euch keine Bezahlung mitzugeben. Aber ich will heute mal nicht so sein. Bitte. Hier, bitte. Das 83 Splitter? Willst du mich verarschen? Ich möchte Akolyt der Kleriker werden. Nein, nie im Leben. Aus. Sicher nicht. Himmelsseiten. Das tun wir speichern. Vielleicht gibt es eine Quest dazu, aber um Gottes Willen, nein. Okay, schockschwere Not. 24. Speicherplatz. So, passt. Gut, das war's dann auch wieder für heute. Ne? Fein. Elixithandel auch schon abgeschlossen. Sehr, sehr gut. Ihr Lieben, wir schlagen uns, glaube ich, gar nicht mal so schlecht. Ich bedanke mich von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!